Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Hausach beim Finale von Spielen ohne Grenzen. Zwei Familien haben sich für das Finale qualifiziert und diese beiden werden heute gegeneinander antreten. Begrüßen Sie mit mir jetzt das erste Team, Familie Hauser. Anna, Nicole, Lena und Michael. Hallo. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr es ins Finale geschafft habt. Seid ihr denn schon aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Und weißt du, was es heute zu gewinnen gibt? Ja, es gibt einen goldenen Pokal zu gewinnen und Geld. Ja, genau richtig. Ihr seid sportlich angezogen, das ist auch gut so, denn wir haben heute ein paar sportliche Herausforderungen für euch. Und gegen wen ihr antreten müsst, das werdet ihr gleich jetzt sehen. Herzlich willkommen, Team Nummer 2, Familie Mütze. Was? Familie Mütze? Das kann doch nicht sein. Mami Mütze? Wir werden hier auf jeden Fall gewinnen. Seit wann hat er denn eine Familie? Michael, pass gut auf, der Manni trickst bestimmt. Du musst bei dem mit allem rechnen. Alles klar, Martin, mach ich. Martin, ich dachte, du hättest den Manni schon längst hinter Gitter gebracht. Das habe ich auch. Aber er kommt nach ein paar Monaten meistens wieder frei. Und wir starten auch gleich mit unserem ersten Spiel. Hier werden die beiden Männer gegeneinander antreten. Kinder, wir müssen uns richtig anstrengen. Das kann nicht sein, dass Mani Mütze hier gewinnt. Ja, machen wir! Am besten, wir gehen gleich mal rüber und wir schauen uns den Parcours zusammen an. Ihr klettert hier zuerst die Sprossenwand hoch, hangelt euch an der Leiter auf die andere Seite, springt ab, lauft zur Rutsche, klettert die Rutsche nach oben und wer zuerst auf den roten Knopf drückt, hat gewonnen. Wer aber abrutscht und ins Schleimbecken fällt, muss von vorne beginnen. Ihr habt die Spielregeln verstanden? Klar! Alles klar. Dann bitte die Startposition einnehmen. Du hast keine Chance gegen mich. Und ich gebe das Kommando. Auf die Plätze. Fertig. Los! Und es geht los. Beide sind gleichzeitig oben. Manni ist schneller. Michael, oh nein. Michael ist abgestürzt. Er muss noch einmal von vorne beginnen. Und Manni ebenfalls mit den Füßen im Schleim. Oh wei, wei, das wird glitschig. Schnell, Papa, du musst ihn wieder einholen. Schneller, schneller. Manni ist schon ausgerutscht. Die Treppe hinunter. Oh je, das kostet Zeit. Aber Michael hat ihn eingeholt. Mist, jetzt sind beide an der Rutsche. Oh Manni, findet keinen Halt. Auch Michael hat Probleme mit den rutschigen Füßen. Und Manni ist oben. Manni drückt. Jawohl, gewonnen. Haha. Mist. Der Manni ist so schnell. Mir ist er ja auch schon einige Male entkommen. Das ist ein harter Gegner für Michael. Der Punkt für die erste Runde geht an Familie Mütze. Kann man nichts machen, Michael. Du hast dein Bestes gegeben. Aber das ist natürlich noch lange nicht das Ende. Wir spielen gleich weiter mit dem zweiten Spiel. Jetzt hat Familie Hauser die Möglichkeit aufzuholen und einen Punkt zu machen. Die Kinder setzen sich jeweils in die Schubkarre und die Mamas versuchen die Kinder so schnell wie möglich durch dieses riesige Bällebad zu schieben. Auf der anderen Seite befindet sich wieder ein roter Knopf. Wer diesen zuerst drückt, hat die Runde gewonnen. Du sitzt am besten schön ruhig in der Schubkarre. Und sobald wir an der anderen Seite angekommen sind, springst du sofort heraus und rennst zum roten Knopf, okay? Alles klar, Mama, mach ich! Frau Mütze, Sie sind noch zu weit vorne. Gehen Sie bitte zurück mit Ihrer Schubkarre. Zurück bis zur Linie. Dankeschön, jetzt ist gut. Auf die Plätze. Fertig. Los! Mama, Mama,
gar nicht so einfach, die Schubkarre durch die Bälle zu schieben. Mama, Mama, ihr lahmen Schnecken, wir sind viel besser. Oh, und Familie Mütze ist umgekippt. Und Familie Hauser schon vorne. Lena hat gedrückt. Die Runde geht an Familie Hauser. Ja. Hurra! Super! Mist, wir haben verloren. Super gemacht, Lena. Prima. Boah, zum Glück konnten sie ausgleichen. Ja, beim nächsten Spiel wird entschieden. Noch steht es unentschieden. Das heißt, bei unserem nächsten Spiel wird sich zeigen, wer diesen Wettkampf gewinnt. Dieses Mal wird die komplette Familie antreten. Wir haben hier ein großes Wasserbecken aufgebaut mit Flossen. Eure Aufgabe ist es nun, alle Familienmitglieder auf dem Floß zu haben, durch das komplette Becken zu paddeln, dort den Teddybär zu holen, zurück zu paddeln und den roten Knopf zu drücken. Auf die Plätze, fertig, los! Familie Mütze hat Startprobleme. Familie Hauser sitzt immerhin schon auf dem Floß, aber kommt nicht wirklich vom Fleck. Das Floß wackelt, oh nein! Das ist gar nicht so leicht, mit nur einem Paddel geradeaus zu fahren. Familie Mütze sitzt jetzt auch, aber die Hausers sind schon gleich vorne angekommen. Oh nein, Manni holt uns ein! Näher ran! Papa, ich hab ihn! Lena hat den Teddy, Familie Mütze ist auch beim Teddy angekommen. Oh, Familie Hauser ist ins Wasser gefallen. Manni, kommt schon! Ich springe raus. Und das gibt es ja nicht. Beide haben gleichzeitig gedrückt. Ich bin klatschnass. Oh Mann, das glaube ich ja nicht. Oh nein, was müssen Sie denn jetzt noch machen? Bitte kommt noch einmal zu mir auf die Bühne. Familie Hauser oder Familie Mütze? Wir hoffen, beim nächsten Spiel wird es die Entscheidung geben. Bitte kommt mit nach vorne. Gleich werde ich euch eine Frage stellen. Wer die Antwort weiß, drückt sofort auf den roten Knopf. Familie Hauser ist bereit? Ja. Ja. Familie Mütze auch? Ja. Hier kommt eure Frage. Welches aus der Zeit der Dinosaurier stammende Säugetier legt Eier? Anna, du hast gedrückt. Du weißt die Antwort? Ja, da bin ich mir ganz sicher. In meinem Kinderbuch steht das drin. Das ist das Schnabeltier. Und das ist richtig! Hurra! Hurra! Ja! Wir bekommen den Pokal! Kommt mit auf die Bühne, ich überreiche euch euren Pokal. Wo ist der Preis? Der Pokal ist weg! Ich kann mir schon denken, wer den hat. Meine Mütze ist gar nicht mehr da. Seine Familie auch nicht. Warte nur, den hole ich mir. Nichts wie weg hier! Du Betrüger! So kommst du hier nicht davon! Gib die Sachen sofort her! Die gehören Familie Hauser! Danke, Martin! Herzlichen Glückwunsch! Liebe Kinder und Playmobil-Fans, wir möchten uns ganz, ganz herzlich für 500.000 Abonnenten bedanken. Das ist eine unglaubliche Zahl und es ist so schön, dass wir so eine große Playmobil-Familie geworden sind. Ganz, ganz lieben Dank für eure tolle Unterstützung und wir hoffen, ihr habt weiterhin ganz viel Spaß mit unseren Videos. Dann bis zur nächsten Geschichte. Macht's gut. Tschüss!